Hallo zusammen, ihr habt es sicher schon gesehen, wir haben gestern veröffentlicht, dass die Kanzlei Steinhöfel uns unterstützen wird, vertreten wird bei dem Rechtsstreit mit dem Landtag Baden-Württemberg. Und darüber bin ich sehr froh, weil die Kanzlei Steinhöfel eine der besten, meiner Meinung nach sogar vielleicht die beste Medienrechtskanzlei ist in Deutschland. Die Kanzlei Steinhöfel hat sich sehr verdient gemacht, was Meinungsfreiheit im Internet angeht. Sie hat schon einige Prominente auch vertreten. Und jetzt sieht es gut aus, ja, dass wir gegen den Landtag Baden-Württemberg anstinken können und uns wehren können gegen die Einschränkung unserer Presse- und Meinungsfreiheit. Der Landtag Baden-Württemberg hat ja gegen uns geklagt, zusammen mit seiner Direktorin. Und die können natürlich aus dem Vollen schöpfen. Also die Direktorin wird es hoffentlich privat bezahlen, den Rechtsstreit. Aber der Landtag benutzt dafür natürlich Steuergelder. Da muss die Landtagspräsidentin nicht ihr persönliches Guthaben dafür aufwenden. Entschuldigung. Und beide haben die gleiche Kanzlei, die Kanzlei Oppenländer in Stuttgart. Und ich denke mal, dass deren Stundensatz locker bei irgendwo zwischen 500 bis 1.000 € liegt. Und da kann man natürlich schön Freifahren versuchen, platt zu machen, wo Journalisten drin sitzen, die ausschließlich das unentgeltlich machen, die das in ihrer Freizeit machen. Ja, ich selber habe einen Fulltime-Job und mache die Chefredakteurstätigkeit. Und da kann man natürlich als Landtag und Direktorin dann gut versuchen, uns da mundtot zu machen zum Thema politische Erpressung mit Kindern, zum Thema Wechselmodell, worüber wir ja berichtet haben und wo auch der Landtag und die Direktorin wollen, dass wir da bestimmte Äußerungen unterlassen, vor allem die Äußerung, dass da Kinder für eine politische Erpressung missbraucht werden. Und da bin ich sehr froh, dass die Kanzlei Steinhöfel sich bereit erklärt hat, uns zu vertreten. Und die Kanzlei Steinhöfel hat auch ganz klipp und klar geäußert, dass alles, was da vom Landtag und der Direktorin ersucht wird, dass es unterlassen wird in der Öffentlichkeit, dass es alles von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und da sind wir jetzt natürlich gespannt, wie das Ganze dann aussieht, die Berufungsverhandlungen. Da wird dann der vierte Zivilsenat zuständig sein, Oberlandesgericht Stuttgart. Und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, was da passiert. Vor allem möchte ich euch bitten zu spenden, weil wie gesagt, der Landtag vor allem kann Steuergelder verwenden. Es wird eine sündhaft teure Anwaltskanzlei beauftragt vom Landtag. Die Landtagsdirektorin kriegt noch die gleiche Anwaltskanzlei, zahlt es wie gesagt hoffentlich selber, ja. Wozu ich denke, sie verpflichtet ist. Und wir zahlen alles aus eigener Tasche, privat. Ja? Wir können uns nicht aus Steuergeldern bedienen, wie der Landtag. Und bitte spendet, ja, weil wir Redakteure bei Freifam, wir kratzen die Kohle privat zusammen. Wir zahlen das alles im Notfall, weil das ist uns Freifam wert. Wir lassen uns unsere Presse- und Meinungsfreiheit vom Landtag, von der Landtagsdirektorin und auch der Justiz nicht einschränken. Diesen Angriff wehren wir ab. Wir lassen uns es nicht gefallen. Wir setzen unser privates Geld ein dafür. Aber es wäre schön, wenn ihr uns mit Spenden unterstützen könnt und wir unser privates Geld vielleicht auch privat verwenden können. Ja. Also bitte spendet. Die Chancen sehen jetzt gut aus mit der Kanzlei Steinhöfel. Wie gesagt, die Kanzlei sagt, alles von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es gibt gar keinen Grund, wie das Landgericht Ulm am 30.03. entschieden hat, dass wir den Hauptteil der Äußerungen unterlassen sollen. Es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, sagt die Kanzlei Stein. Bitte spendet. Danke, ciao.